Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute gibt es nochmal ein paar Newsberichten zum Euro Truck Simulator 2 und Heart of Russia. Ja, und SCS möchte euch quasi ein bisschen mitnehmen, weil es gibt was zu gewinnen. Und zwar könnt ihr unter den Bildern genau reinschreiben, wo das hier in Russland sein könnte. Ihr könnt es natürlich auch hier unten in der Videobeschreibung machen, aber da kriegt ihr nichts zu gewinnen, außer mich. Naja, okay. Ja, lasst uns einfach mal die Bilder angucken. Es sind 7 an der Zahl und ihr könnt ja mal reinschreiben, wo das ungefähr in Russland sein kann. Vielleicht sind es mehrere Orte, vielleicht ist es ja nur ein Ort. Ich bin echt gespannt. Ich habe mir die Bilder auf jeden Fall noch nicht angeguckt. Aber bevor wir anfangen, Abo nicht vergessen und heute Abend 20.30 Uhr bin ich unterwegs auf der ProMods im Livestream bei TruckersMP. So, gut, alles klar. Dann gucken wir uns das einfach mal an und vielleicht fällt euch ja irgendwas hier auf. Bei den LKWs, bei den Frachten, bei den Fahrzeugen. Schreibt es einfach rein. Auf jeden Fall hier ganz deutlich zu erkennen, Birken. Ja, das ist in Russland auf jeden Fall sehr bekannt. Birken, Birken und nochmal Birken. Und wenn ich mir diese Brücke angucke, das sieht aber richtig nice aus. Guckt euch das mal an. Sehr, sehr schick. Hier sieht man nochmal so ein Kriegerdenkmal. Der große Vaterländische Krieg, ne? Hier mit den kleinen LKWs. Ist ja ganz bekannt in Russland, dass überall irgendwelche Denkmäler rumsteht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, haltet ihr oder findet ihr Denkmäler gut? Sollte man an irgendwas denken? Ja, denkt an mich. Und dann wird an jeden gedacht. Ja, guckt mal hier, noch so ein riesengroßes Kriegerdenkmal. Der einsame Soldat oder der Soldat ohne Namen. Durchaus sein. Schreibt mal rein. Hier sieht man nochmal die Kirche. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich nur eine Stadt ist. Und dieser LKW, der scheint neu zu sein. Das ist ein Karmas. Könnte möglich sein. Werden wir vielleicht Karmas als neue Marke ins Spiel bekommen? Hier nochmal ein neuer Bus. Die Polizei, das scheint so ein Fort zu sein. Hier nochmal eine Abstellmöglichkeit. Und jetzt sind wir auf dem 7. Bild. Man sieht hier eine Brücke mit einer Eisenbahn, typisch russisch. Und hier alles so ein bisschen abgenutzt, ein bisschen alt. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Ja, geht einfach auf die offiziellen Seiten, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und kommentiert. Und dann wird SCS den glorreichen Gewinner zum Release von Heart of Russia, ob es noch 2021 ist oder erst 2020. Ja, 2022. Ja, irgendwann wird es auf jeden Fall kommen. Sind ein paar schöne Bilder, vor allem die Brücke ist wirklich, Kuss geht raus. Also das gefällt mir richtig gut. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns heute Abend 20.30 Uhr. Da können wir auch noch gerne darüber debattieren. Ich bin erstmal raus und sage, haut rein, macht's gut. Guten Abend, bye bye.